In der Mitte des Ornaments ruht eine einzelne Hand. Ein unterirdischer See. Ich spüre ein Schlagen, wie einen Herzschlag. Ein weiteres Drachenbauwerk? Diese Hallen kennen kein Ende. Hey, hey! Es kommt nur wenig Licht hindurch. Ich kann dahinter den Umriss einer großen Statue erkennen. Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Die Zeichnung passt genau. Ich weiß jetzt, wer du bist. Dein Name ist Halef Ben Yalif. Du warst Malakars Diener. Er hatte dich losgeschickt, den Garten des Vergessens zu suchen. Aber du hast es nur bis Draconia geschafft. Zur Strafe setzte man dir die Maske auf, raubte deine Erinnerung und machte dich zu dem, was du jetzt bist. Ja. Was sagt er? Das steht hier nicht. Der Luftmagier konnte nur aufschreiben, was sein Luftgeist beobachtete. Nicht, was in Sadias Kopf geschah. Mist. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet und jetzt das. Du bist also selbst ein Opfer der Maske. Ich schätze, ich kann dir verzeihen. Der Zauber wirkt nur auf Lebewesen. Ich will die Arbeit an der Sphäre abbrechen, aber noch gibt es keine gute Alternative. Ah, wie abstoßend. Wie kann etwas so Schönes nur so negative Gefühle wachrufen? Zeit, mich etwas Schönerem zu widmen. Die Maske ist ein Speicher. Sie speichert Erinnerungen. Ja, indem sie einem die eigenen aussaugt. Ja, das auch. Aber das ist banal. Viel faszinierender ist, dass sie alles speichert, was um sie herum geschieht. Es ist, als würde sie die Welt im Stillen beobachten und sich alles merken. Wenn es uns gelingen würde, ihre Wirkung umzukehren, könnten wir auf ein gigantisches Archiv vergangener Zeiten zurückgreifen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Wie lässt sich die Magie der Maske umkehren? So etwas braucht Zeit. Ich würde versuchen, eine Abart eines Reversales in einen Edelstein einzuweben und diesen dann an der Maske befestigen. Wenn anschließend der Spruch im Inneren der Maske rezitiert wird,
sollte sie ihre gegenteilige Wirkung entfalten. Statt den Träger leer zu saugen, würde sie beginnen, ihm einst gespeicherte Erinnerungen zu übertragen. Ich will, dass ihr die Wirkung der Maske umkehrt. Das braucht Zeit. Außerdem fehlt mir dazu ein passender Edelstein. Nehmt diesen Rubin hier, webt den Umkehrspruch hinein und kehrt die Wirkung der Maske um. Ich sagte doch, so schnell geht das nicht. Ich muss die Beschaffenheit des Steins erst prüfen, gegebenenfalls nachschleifen. Dafür haben wir keine Zeit. Ich will wissen, was die Maske weiß. Tut, was ich euch sage. Ein solcher Eingriff ist gefährlich. Ich brauche alles, was ich kriegen kann, um in der Gurt zu überleben. Es geht hier um mein Leben. Also macht. Ihr werdet gleich nun entweder sehr dumm oder sehr schlau sein. Fdan fasgadan es plaste quatan. Humorillo gras ferel goran. Hilbemutir gerul felan. Und hier quatan feluntir sodan. Hey, könnt ihr mich hören? Ich hatte eine Vision. Eine fremde Erinnerung? Es hat also doch funktioniert. Also doch? Ihr habt großes Glück, dass ihr noch sprechen könnt. Welches Wissen habt ihr noch? Habt ihr neue Fähigkeiten gelernt? Wenn ja, zeigt es mir. Könnt zaubern? Ich erinnere mich nur an diesen einen Zauber. Nein, wartet. Da ist noch mehr. Je häufiger ihr auf Erinnerungen in der Maske zurückgreift, desto mehr Erinnerungen werden euch zugänglich sein. Nehmt die Maske ab. Erinnert ihr euch noch immer? Nein. Die Zauber sind weg. Wie ich es mir dachte. Die Wirkung ist nur aktiv, solange ihr die Maske tragt. Setzt sie wieder auf und wirkt den zweiten Zauber. Hört auf, mit meinen Gedanken zu spielen. Lasst mich nun nur noch eines versuchen. Nehmt den Rubin ab und setzt sie wieder auf. Könnt ihr noch immer zaubern? Ja. Ich erinnere mich an mehr und mehr. Ha! Ich bin brillant! Wenn der Rubin einmal eine Verbindung zwischen Träger und Maske hergestellt hat, bleibt sie auch ohne Stein bestehen. Das reicht nun. Gebt mir die Maske und ihr könnt gehen. Ihr wurde zu einem kleinen Kristall gepresst. Ich schätze, der Zauber nimmt es nicht so genau, in welche Gesteinsart er jemanden verwandelt. Ich verwandle ihn erst zurück, wenn ich weiß, wo dieser Garten ist. Was auch immer sich damit anstellen lässt. Was ist los? Was willst du? Das Gesicht reagiert auf die seltsame Kugel.
Solange ich die Kugel besitze, scheint er mir folgen zu wollen.